Herzlich willkommen zurück zu Let's Fail Mass Effect 2. Ja, warum Let's Fail? Warum? Weil wir hier Krieg haben. Wir sind in so einem Kriegszustand, wir sind in so einem Kriegsgebiet gegen diese fucking Drecksmechs, dass unsere beiden Kollegen einfach mal der Meinung sind, sie müssten immer woanders sein und nichts tun. Ich weiß, ich bin der Spieler, ich habe eine Menge zu tun, aber ihr könnt mich ja zumindest unterstützen. Aber nein, erst selbst das kriegt der ja nicht geschissen. Und die Waffe ist der letzte Rotz. Beziehungsweise die Munition. Ich habe jede Munition, ist gegen die Rotze. Ich dachte, Kryo-Munition, ja, wäre ganz nützlich, aber nö, so, verbündeten dahin. Verbündeten dahin, den zweiten, dankeschön. Vielleicht tut sie ja jetzt endlich auch mal was. Nein, Tali, duckt sich nur, versteckt sie, hat keinen Bock zu kämpfen. Kämpfen ist doof, kämpfen macht Aua. Kann doch nicht wahr sein, ey, dass ich hier alles alleine machen muss. Wozu habe ich euch denn mitgenommen? Nur damit ihr mich disst? So, jetzt dürft ihr wieder beide zu mir kommen. Kommt zu mir. Ja, ja, hab ich. Bla, 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 bla. Das soll ihr jetzt auch noch glauben, oder was? Dass ihr irgendwas habt. Ja, bei mir bleiben. Hier, bei Fuß. Auf diese Stelle, aber ganz genau. Och, sei... Ach, bleib doch da hinten. Komm, geht sterben. Komm, hier. Du dahin. Tschüss. Ich mach das jetzt alleine. Ich habe keinen Bock mehr auf euch beiden. Yay, wo sind wir jetzt gelandet? Treffen wir das Easy Road, das ist schon mal gut. Da ich das ja eh alleine machen muss, die beiden sind... Oh mein Gott, ey. Kräfte neu ausbilden kann ich mir leisten. Kann ich mir auch vielleicht leisten, neue Teamkollegen mitzunehmen? Wäre eben gerade sehr hilfreich. Wo kann ich hier bitte schön das ausschalten? Shoot down, ja. Wieder mal ein kleiner Heck. Nein, so. Leute, ja, jetzt verkacke ich hier alles, oder was? Dich brauchen wir. Wo ist das letzte Teil? Ja, da unten wird immer noch gekämpft. Ich weiß zwar nicht, gegen wen die kämpfen und was die da machen, aber sollen sie machen. Komm, macht euer Ding da unten und lasst mich in Ruhe hier oben. Sterbt, zerstört euch. Wir haben endlich diese dumme Mission hinter uns gebracht. Fertigungsstraße der Anlage zerstört. E-Zero gefunden. Yay. Anomalien suchen macht Spaß. Anomalien machen eigentlich auch. Aber solche Anomalien sind Kacke. Besonders dann, wenn unsere künstliche Intelligenz, die uns eigentlich helfen soll, einfach nur mal der Meinung ist, warum? Kisten, nichts weiß, was ich tun soll. Ah. Oh, Leute, es geht gar nicht. Das Spiel hat mich bisher eigentlich nur begeistert. Kelly, hat die Nachrichten? Nein, gut. Hat mich eigentlich nur begeistert, aber gerade hat es bei mir echt dicke Minuspunkte gesammelt. In dieser Mission. Leider. Ich finde das ärgerlich. Ich finde das schade und das ist doof. Titannebel fettig. Sand und Nebel 6. Boah, Leute, guckt euch das an, was ich noch alles zu tun habe. Oh mein Gott. So, vielleicht finden wir die. Nein. Nein, 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 nein. Ich brauche jetzt etwas zur Entspannung und ihr braucht auch etwas zur Entspannung. Habe ich soeben entschieden. Wir entspannen uns jetzt und zwar auf Omega. Yep. Ihr habt mir ja den Tipp gegeben, ich soll mal mit dem Barmann da einen saufen und alles andere von ergibt sich von selbst. Und das machen wir dann jetzt mal. Warum ist Omega sogar eingezeichnet, bitteschön? Habe ich hier noch irgendwas zu tun? Ja, den Eingangvorgang, der war an Omega mittlerweile so oft gesehen. Das Video überspringe ich da jetzt einfach mal. Oh, Leutchen. Ihr habt es gesehen, die KI wollten, also wir mussten alles selber machen und 5 Milliarden Trupps laufen auf einen zu. Da hätte ich mir jetzt gewünscht, ich wäre Soldat gewesen, da hätte ich die wahrscheinlich mit 2 Schüssen bellen weg. Hm. Wen nehmen wir mit, wen nehmen wir mit? Render braucht mal wieder Ausgang und Jacob. Wir nehmen mal das alte Team mit, ja, Omega ist so altes Team bewandert irgendwie. Damals, als wir angefangen haben. Und wir brauchen noch 540 Erfahrung bis zur nächsten Stufe. Das dauert eine halbe Ewigkeit. Und Vorbild ist auch noch nicht voll. Oh, Menno.
Ach man, es ist. Boah, 10 Punkte! Was zum? Sarah's Agent, ja. Jacobs Gesundheit erhöhen, ja. Und wir gehen als nächstes aufs Ziehen, ja. Und gehen auf Omega. So. Schnell zum Afterlife. Und einsaufen. Nach dem Stress brauchen wir definitiv einen Trink. Ein Drink. Meinte ich natürlich. Ein Drink. Drink. Ja. Yeah. Und ein bisschen gute Musik. Oh, jetzt geht's wieder gut. Jetzt hat das Spiel wieder Pluspunkte gewonnen. Ah, toll. Aria ist so schön, ja. Aber wir sind schöner, weil wir sind John Shepherd. Also die Anomalien gerade, das war echt heftig. Besonders dann noch zwischendurch mit diesem dämlichen System abstürzen. Ich weiß nicht warum, aber er hat's gemacht und es war einfach nicht schön. Vorwarn! Hey, Vorwarn, wie geht's dir denn, altes Haus? Na komm, gib uns doch mal bitte einen Drink. Scheint aber bisher noch nicht sehr, sehr gesprächige Typ zu sein. Aha. Was zum? Game over, vorbei, toll. Leute, ihr habt mich sterben lassen. Sagen Sie was, Commander. Was ist los? Was ist hier los? Sie kommen wieder auf die Beine. Aber lassen Sie es langsam angehen. Sie haben anscheinend die Regel Nummer 1 auf Omega gebrochen. Als Mensch bestellt man im Afterlife keinen Drink. Sind Menschen im Afterlife nicht willkommen? Es ist nur dieser eine batarianische Barmann. Er ist total angefressen, seit ein paar Batarianer vor einiger Zeit gestorben sind. Aber niemand unternimmt etwas dagegen. Menschen sind hier nicht gerade sehr beliebt. Hat der Barmann versucht, mich zu vergiften? Versucht ist das richtige Wort. Soweit ich weiß, sind Sie der erste Mensch, der das überlebt hat. Ich wollte mit meinem Freund Jake unsere neue Speditionsfirma feiern. Irgendwann war er volltrunken. Und eine Stunde später hat er Blut gespuckt. Ja, dankeschön. Ich werde es mir merken. Zurück an die Arbeit. Seien Sie bloß vorsichtig. Okay, Kollege. So nicht. Warum sind wir denn hier mit einmal aufgewacht? Habt ihr mich bis hierhin geschleift? Spinnt ihr denn? So, wo geht's nochmal zu diesem Barmann? Der kriegt jetzt auf den Maul. Der geht ja mal gar nicht hier. Hallo, ich glaube, es hackt, mich einfach vergiften zu wollen. Weh, ich kann jetzt nicht nochmal mit dem reden. Ziehe ich jetzt über die Bar? Ey, von einem Unglück hier ins nächste rennen oder was? Vorwarn. Ja, reden. Wir sind wieder da. Kenne ich Sie? Nein, nein. Ihr Menschen seht alle gleich aus. Hier ein Drink. Bitte aufs Haus. Was werden diese Leute wohl tun, wenn sie rausfinden, dass sie ihre Kunden vergiften? Was vergiftet er? Kümmern Sie sich um Ihren eigenen Kram, Kumpel. Wer ist als nächstes dran? Die Turianer? Die mögen Sie doch auch nicht, stimmt's? Beantworten Sie die verdammte Frage, Vorwärn. Ich sehe schon, was Sie vorhaben, Mensch. Aber das lasse ich nicht. Doch, das lässt du zu. Man will ja kein Risiko eingehen. Ja, okay. Gut, da. Ha! Hasse nur von... So. Mich vergiften zu wollen. Ich glaub's hack. Oh, Leute, so, jetzt geht's mir wieder gut. Wir wurden gerecht. Wir haben Rache erhalten für die ätzende Mission, ja. Und in der nächsten Mission, beziehungsweise in der nächsten Mission sage ich jetzt schon, ja, wir spielen nicht mehr Let's Play, sondern Let's Mission, ja. Nein, wir machen natürlich Let's Play und in der nächsten Folge geht es weiter. Wir erkunden das Universum ein bisschen weiter und schauen uns um, wo wir noch ein paar Missionen finden. Ich werde noch ein bisschen Offscreen-Arbeit leisten und ihr werdet euren Spaß daran haben, mir nochmal so welche tollen Tipps zu geben. Ja, gebt mir so welche Tipps. Das war cool. Ich bin Herr 1986, wir spielen Mass Effect 2. Bis dann.